Okay. Also, ich würde mir dieses Schiffstagebuch einfach mal einstecken, oder dieses Schiffslogbuch, wie immer. Ja, es gibt wohl noch eine überschwere theobrische Chivone, die Erzverweser Rassasor. Die ist wohl auch im Heimathafen da verankert. Es gibt eine Trireme Wasserzorn, die wohl auch in Rulat verankert ist. Also, da sind so ein paar Schlagnamen für den Rulatschen Piratenhafen. Also, richtiger Abschaum. Wie viele Piraten von denen kriegen wir lebend? Die Piraten sind alle tot. Ach so. Eure Löschvorgänge mit eurer gut eingespielten Mannschaft allerdings sorgen auch dafür, dass die Trireme ist wohl nur mit sehr viel Handwerkskunst wieder zu retten. Aber zumindest geht sie nicht unter, sodass dann am Ende die übrigen 40 Sklaven immer noch in Ketten angeschlagen, blutig mit irgendwelchen Knüppeln bewaffnet. Vor euch dann ja in Reihe und Glied auf den Bänken sitzen und euch dankbar anblicken. Ich vermute mal, die Karavelle ist nicht mehr rettbar, oder? Wenn da kein Steuerrad mehr da ist, kein Also niemand auch zum. die ist noch gut erhalten. Du müsstest sie halt jetzt wieder mit Handwerkskunst ausbessern. Also entweder du kannst die Trireme flott machen oder aber die Karavelle. Da musst du aber wieder Männer und Handwerksmaterialien für übrig lassen. Das ist eine Entscheidung, die Zulami treffen müsste. Aber Ich denke, wenn wir zumindest. die Wahl haben, ist es auf jeden Fall die Trireme. Ja, zumindest während ihr dann die Papiere sortiert und Rafim die ein oder anderen Holztüren unten eingetreten hat und dabei dann auf die ganzen wertvollen Materialien gestoßen ist, keine weiteren Lebenden, sondern nur noch Leichen von vielen Paktierern und ja, den Rest Sklaven, die in Ketten erschlagen worden sind. Andere haben sich dann, wie gesagt, gewehrt mit Knüppeln. Haben teilweise auch alle Leute gebissen und haben so dann nach und nach zusammen mit den anderen Offizieren, die damals noch gelebt haben, die Piraten abgewehrt und erschlagen. Haben natürlich nicht alle überlebt, aber diese 40 sind jetzt übrig geblieben. Habt Danke. Wie können wir euch helfen? Wir gute Ruderer. Ihr habt Schiff, ja? Wir helfen rudern Schiff. Ihr Lanfana, ihr Carino. Wir Zornbrecht. Aber wir rudern für alle. Ja, wir können gute Ruderer gebrauchen, aber erst einmal müssen wir euch hier wegbringen, denke ich. Wie sieht es aus? Ich wende mich mal an meine Begleiter. Ist die Trireme noch zu retten? Tja. Und wir müssten wir eigenes Segeltuch ausgeben. Wir müssten auch eine Mannschaft bilden, die das Ganze steuert. Da müssten wir eigene Ruderer abgeben und auch Offiziere. Es ist machbar, aber damit schwächen wir die anderen Schiffe. Könnten wir die Ruderer auf unser Schiff bringen lassen und beide Schiffe versenken? Das geht wohl auch. Ihr wollt wirklich die Trireme zurücklassen? Nun ja, wir haben weder die Materialien noch die Zeit noch die Leute dafür da, um Naja, sie zu reparieren. Material ist ja gleich da vorne und ich würde mal auf das andere Schiff zeigen. Wir zerlegen das, was wir brauchen, von da und wir kommen leichter an Leute als an Schiffe. Nun ja, haben wir dafür Zeit? Ja. Akrashminia tritt mal heran. Tja, also ich könnte das wohl hinbekommen. Gebt mir zwei, drei Handwerksgesellen und na, ich weiß nicht, was ihr braucht, um das Schiff dann zu steuern, aber wir kriegen das auf alle Fälle wieder flott. Wir plündern die Karavelle und nehmen uns das, was wir brauchen, versenken die Karavelle und fahren dann damit weiter. Dann haben wir ein weiteres Schiff. Aber dann, also die Mannschaft müsstet ihr dann stellen. Ich kann das nur reparieren. Wie lange wird ihr brauchen? Eineinhalb Tage. Wenn ich Angrosch anrufe, dann einen Tag. Ich kann auch noch helfen. Ich bin ein wenig geübt in Zimmermannstätigkeiten. Und ich denke, Rafim, wenn er auch noch unter die Arme greift, kann sicherlich so viel tragen wie drei Männer. Achso, ihr wolltet gar nicht. Ich hatte jetzt angenommen, dass ihr weiterfahrt. Lasst mich und die anderen, die wir brauchen, einfach hier. Und wir kommen danach. Oder wohin auch immer. Ja, das wird. Nun, ihr solltet besser nicht noch einmal angegriffen werden in dieser Zeit. Nein, das wäre sicherlich verheerend. Das wäre aber auch eine Idee, wenn wir unsere Flottillen hier schon spalten würden. Und die eine und sie dieses Schiff mit nach Isal nehmen. Könnt ihr euch nicht einer der Galeeren in Schlepptau nehmen?
dabei, aber sie brauchen ja das Material von der anderen, von der Karavelle. Tja. Ich glaube auch die. Da müssten wir mal Kapok fragen, wie weit das von hier aus noch nach Tisal wäre. Er sagte vor, was weiß ich, wie vielen Stunden, das wäre noch ein Tag. Also ich denke, wir kommen morgen an. Wir würden morgen ankommen. Naja, heute Morgen, je nachdem wie man das sehen will, ob heute oder schon morgen ist. Tja. So ist es. Ich denke, es ist vernünftig, die Trireme zu retten. Wären wir nur mit der Avianda hier und müssten unsere Mission ruhen lassen, würde ich sagen, wir können es uns nicht leisten. Aber wir sind mit mehreren Schiffen hier, also... Das ist auch sehr vernünftig. Trireme sind einer der besten Schiffe, die diese See befahren. Gut, ja. Dann sammle ich mir meine Leute und ihr stellt die Mannschaft da ab, die wir brauchen, um das Schiff dann entweder zu schleppen, also nach Tisal. Auf Tisal, ja, da kann ich es natürlich wesentlich besser reparieren, das geht dann auch. Dann versuche ich es so weit flott zu machen, dass es uns eben nicht auf dem Weg versinkt. Das wäre wunderbar. Okay, sehr gut. Dann haben wir ein weiteres Schiff in unserer Flottille. Brauchen wir noch die Mannschaft, aber das machen wir dann später. Gut, dann mache ich mich schon mal ans Werk. Aber da kommt auch Kapok. Ja, Mann. Ich habe gehört, ihr ruft mich, Mann. Ja, Kapok. Wie viele Stunden sind das noch bis Tisal? 9, Mann. Ungefähr 90 Meilen, Mann. Zumindest soweit ich das gesehen habe. Und bei 10 Meilen pro Stunde werden wir morgen früh Tisal erreichen. Und mit eingerechnet, dass wir die Triremo dort drüben schleppen müssen? Da werden wir wesentlich langsamer sein, aber dann brauchen wir sicherlich das Doppelte mal. Ich glaube, wir sollten mit der Avianda schon einmal vorausfahren. Ich bin dafür, dieses Schiff zu retten, aber deswegen mehr Zeit zu verlieren, besser nicht, oder? Naja, wir haben jetzt ja genug Leute aus Sorgan bei uns. Sollen auch zwei von denen hier. Das eine schleppt das andere fährt sicherheitshalber mit und dann holen die anderen auf diese allein. Und wir fahren schon mal nach Südwall. Das ist doch bestimmt auch noch ein Stück, oder nicht? Ja, Mann. Könnt ihr uns so sagen, wie lange, Mann? Ja, Mann. Er überlegt kurz. 5 Stunden, Mann. Naja, wir fahren nach Südwall. Dann müssen wir da bestimmt auch noch irgendwas machen. Das dauert bestimmt auch wieder ein bisschen, bis wir dann nach Rula drüber fahren. Schätze ich, dürften die anderen wieder in Tisal angekommen sein. Sehr gut. Dann gebt die Befehle weiter, dass wir uns hier schon trennen und sie sich um die Trireme kümmern sollen. So, gesagt, getan. Und so könnt ihr das Verstauen der Vorräte auf die anderen verschieben und könnt dann mit eurer leicht abgespeckten Avianda weiterfahren. Lasst dann die Zwerge an Groschminia hier, zusammen mit einigen wenigen Handwerkern, und verabredet euch dann für Tisal. Im späteren Verlauf wird man sich dort wieder treffen. Und so segelt ihr weiter. Sehr wenig weiß ich über die Insel Rulat, außer dass man sie meiden muss wie die Pest. Denn auf der Insel und besonders in der alten Gefängnisburg Perlstein haben sich raue und effortverlassene Seeräuber versammelt, die selbst das Volk aus Charybso erschrecken würden. Von hier aus stellen sie den Schiffen sämtlicher Herren nach und dulden keinen fremden Willen. Bericht eines exilierten Mendena-Kapitäns vor der Admiralität in Perikum. Und so segelt ihr am frühen Morgen mit schneidendem Wind und immer noch Eis auf dem Deck an der Insel Tisal vorbei. Ein kleines Inselchen mit wenigen kleinen Fischerdörfern und vielen Schafherden, die euch blökend entgegenstarren, während ihr daran vorbeifahrt. Von hier aus ist es wohl nur noch ein kleines Stück bis zu eurem eigentlichen Ziel, Südwall. Was auch immer euch dort erwarten mag. Der Elf Mendarion sprach ja schon von den ein oder anderen Winden, die verklungen sind, wo auch Zulamins Prophezeiung sprach, dass Borberat
dir wohl etwas ausgelöst haben muss. Das Borbord Xamanot, derjenige, der die sieben Splitter vereinte und auf seinem Kopf trug, sich selbst für Südwall interessiert haben soll. Und so segelt ihr an der Insel vorbei und könnt dann hinter einem letzten Zacken die etwas größere Insel Rulat erblicken, die euch finster und nebelverhangen entgegenstarrt. Oje, 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 oje. Ist das schon Rulat? Laut den Karten, ja. Wir sind ganz unbequem nah an unbequemen Dingen, wenn ihr so wollt. Nun, der Strudel ist immerhin auf der anderen Seite, aber die Insel sieht finster genug aus. Ich wünschte, es wäre, dass wir einen Landgang organisieren könnten. Nach allem, was man hört, ist der gesamte Landbereich von hinreichend viel dämonischer Verseuchung durchdrungen. Ich bin mir sicher, einige natürlich auftretende exotische Dämoniden ließen sich finden. Aber, ihr habt natürlich recht, es wäre viel zu gefährlich. Naja, was ist denn jetzt unser Plan? Wie wollen wir in Südwall einlaufen? Ich weise aus dem Off darauf hin, wir haben eine Schaluppe, in die 10 Mann reinpassen. Exakt für solche Fälle. Jalan hat ihn noch besorgt. Und ist fast dabei ersoffen. Mit einer Hand am Ruder. Oh ja, ich erinnere mich lebhaft. Ja. Ja, also Kapitän, wollt ihr da jetzt reinfahren oder nicht? Nun, vertraut ihr unserer Tarnung? Wenn wir da mit der Drachentöter reinfahren, mit der Aviander, nein, ganz bestimmt nicht. Nun, ich denke, dann erübrigt sich die Frage. Ich traue unserer Tarnung nicht mehr als ihr. Also sollten wir... was denkt ihr ist besser? Sollen wir mit der Schaluppe im Hafen einlaufen oder sollen wir uns von der Aviander in einer benachbarten Bucht an Land setzen lassen? Naja, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir hier mit einer Schaluppe rumfahren, das glaubt uns auch keiner. Oh, dann also zu Fuß. Gibt es bereits Nachricht von Hafax? Nein, soweit ich weiß nicht. Mir hat er keinen Betongi geschickt. Na, das überrascht mich, ihr seid doch auf so einer freundschaftlichen Basis. Das wüsste ich aber. Nein, unser letztes Zusammentreffen war etwas konfliktbehaftet. Naja, um Briefe auszutauschen scheint es ja zu reichen. Nun ja, ich habe ihm einen Brief geschrieben. Er muss darauf nicht unbedingt antworten. So als wenn ich euch einen Brief schreiben würde. Ihr würdet wahrscheinlich auch nicht antworten. Naja, da habt ihr jetzt nicht Unrecht. Aber ich würde euch auch besuchen kommen. Seht ihr? Das möchte ich gern vermeiden bei Hafax. Aber wir werden sehen, was uns dort erwartet. Welcher, nun ja, deiner Untergebenen uns dort eventuell mit Informationen versorgen kann. Wollen wir denn heimlich im Südwall einreisen oder nicht? Nun, ich würde vorschlagen, wir untersuchen erstmal aus der Ferne heimlich das Dorf, Kleinstadt, wie auch immer. Ich vermute, ein Dorf zu sein. Ich war noch nie dort. Wir sollten jegliche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Also spricht auch nichts dagegen, sich vielleicht ein bisschen zu verkleiden. Einige von uns werden doch sicher auffallen. Ich denke auch, wir müssen nicht offen auftreten, wobei zumindest Rafin immer eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber wir müssen es den Leuten ja nicht auf die Nase binden, wer wir sind. Ja, ich weiß, was ihr sagen wollt. Es ist mein gutes Aussehen. Es ist schwierig, damit klarzukommen, aber ich schaffe es. Ich bin sicher, du leidest sehr. Gar schrecklich. Also sollte ich den Kriegsbär nicht mitnehmen, meint ihr? Nein. Wäre ein Vorschlag. Außerdem passt er nicht ins Boot. Ira kann schwimmen. Aber ja. Seht die Weisheit in eurem mehr als beschissenen Plan. Was ist denn der Rest vom Plan? Würden wir dich die Pläne machen lassen, dann marschieren wir überall rein und töten jeden. Ja, wir gehen hin, finden vielleicht etwas über die Harfe heraus, aber Priorität ist Informationen über Rulat zusammen. Naja, aber dann sollten wir doch vielleicht den Elfen mitnehmen, oder nicht? Oh, ich dachte mir schon, dass du sowas sagen möchtest. Ich hatte es auch befürchtet.
Ich fürchte ja. Ist ja nicht so, als hätte er was Besseres zu tun, außer dass der ständig hier in den Scheißsegeln rumklettert und immer alles. Wir könnten ihn ja vielleicht auf der Südwall vergessen. Wir brauchen ihn ja nicht mehr, oder? Wir sollten ihn vielleicht nicht gerade mit in die Stadt nehmen. Er könnte uns verraten, denn ich glaube nicht, dass er unsere Täuschung verstehen oder mittragen wird. Wenn da wäre, springt aus den Topsegeln hinab und landet irgendwie auf der... wie nennt man das, wenn es keine Reling ist, sondern nur ein Ding, an dem man sich festhält, wenn man nicht drüber fällt. So vom Achterdeck zum Dings runter. Du weißt schon, was normale Leute haben. Geländer. Danke, Geländer, sorry. Er landet da irgendwie hocken drauf. Oh, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. ihr könnt mich nicht vergessen. Ich komme schon selber nach Hause. Müsst ihr eigentlich überall diese Bänder dran... Naja, festbinden. Das sieht ja fürchterlich aus. Wirklich? Ich finde sie schön. Ja, das ist wie... Das nächste Mal, wenn du nicht hinschaust, bindet er dir eins in die Haare. Ach, er hat keine Haare, oder? Nein, hat er Haare? Nicht. Okay. Nein, auf jeden Fall keine Haare. In die Rückenhaare. Der Mann ist von mir aus um den Kopf. Also, da würde ich dem Elfen zutrauen, dass er es hinkriegt. Um den Hals, wenn du ihn nochmal seine schönen Bänder beleidigst. Naja, wollt ihr denn jetzt mitkommen, lieber Elf? Oh, naja, ich sollte euch wohl besser begleiten, sonst findet ihr es am Ende nicht, oder? Die Gefahr besteht. Vielleicht seid ihr am Ende sogar hilfreich. Oh, wir werden sehen. Ja, ich, bin voller Vorfreude. Das ist schön, ich auch. Kommt ihr oder braucht ihr ein Boot? Wir brauchen ein Boot, wir hatten nicht vor zu schwimmen. Oh, naja, gut. Aber wir sind uns ja nicht oft einig. Aber heute sind wir es. Ja, ich denke auch. Wir vergessen, wir verlieren hier und dort, oder? Ich bin mir sicher, wir könnten jetzt losfahren und der erste Al-Anfa wieder Halt machen und der würde irgendwie wieder auftauchen. Ja, es ist wie manche Sachen, die man begraben möchte und die immer wieder ans Tageslicht kommen. Vermutlich würde er heimlich unter eurem Bett auftauchen. So stelle ich mir das vor. Selbst Isarun wollte ihn aus dem Turm schubsen. Ja. Er wäre allerdings nur auf seinen Beinen gelandet und sofort wieder hochgeklettert. So, ich lasse dann mal das Menschenboot zur Wasser. Es sei denn, jemand möchte übers Wasser laufen wie der Elf. Und dann würde ich mich darum kümmern, dass wir unser Beiboot zur Wasser lassen, sobald wir, ich weiß nicht, in der Bucht oder einfach an der, am Strand oder wo auch immer wir anlanden. Warte mal, Steuerung F. Aktuell seid ihr hier. Und dementsprechend wäre es noch eine grobe Reise von 4 Stunden, damit ihr dann grob in diese Richtung übersetzen könntet. Und von dort aus dann mit eurer Schaluppe so, dass ihr Südwall zu Fuß erreicht? Ja, die Sorge ist halt, dass niemand uns abkauft, dass wir eine Schaluppe hier bei Rulat rumfahren. Ja. Mitten in der blutigen See, neben den Dämonen am Heiligtum. Genau, ihr könnt euch dann dort positionieren, mit der Schaluppe an Land fahren und dann die Hügel in Richtung Südwall gehen. Da gibt es keine Straße. Da gibt es halt vielleicht sowas wie einen ausgetretenen Wanderweg, aber mehr ist das nicht. Also halt für Stiefel. Dann die Frage, wer ist mit dabei? 6 Helden? Vendarion? 7? Will jemand Serventilium mitnehmen? Musst du entscheiden. Oh. Es könnte sein, dass wir die Harfe finden. Also, Diamantis würde Serventilium gerne dabei haben, solange dieses Ding um seinen Hals ist. Dann kommt er mit. Dolch nicht hat. Dann kommt er mit. Dein Dämon. Konstitution 22. Konstitution 22, Alter. Der sagt nicht. Das habe ich vorhin vergessen. Edit, ich habe eine Konsti von 20. Ich habe eine Körperkraft von 22 und Gewandtheit von 22. Mhm. Wieder. Aber das hätte bei der Probe letztes Mal auch keinen Unterschied gemacht. Ja. Okay. Dann 7 Helden. Also 6 Helden. Boltax nehmt ihr natürlich mit. Mendarion nehmt ihr mit. Das ist die Nummer 7. Wen noch? Gibt es noch irgendwen, der sehr viel Sinn machen würde bei der Informationsbeschaffung?
Irgendwer Ahnung sonst noch von Elfen? Von unseren NPC-Magiern? Ich wüsste von nix. Nethia eventuell. Wer war nochmal Nethia? Nethia von Hesindegeweihte. Achso. Hesindegeweihte. Ja. Ansonsten wüsste ich keinen Hippolyta vielleicht. Hippolyta von Gareth, ich hab die auch nicht mit. Ja, die nehme ich mit. Hey, natürlich. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, wer uns hilft, nicht wer noch mehr Chaos stiftet, oder der. Ich nehme die mit, natürlich. Ja, die Schaluppe ist abgesegelt, richtig. Ich glaube auch, Hippolyta hat die meiste Begeisterung erzielt. Ja, die nehme ich auf jeden Fall mit, die ist voll super. Gut, dann habt ihr 8 Leute, dann reicht das. Gut, dann könnt ihr kurz vor Südwall an Land gehen, wie gesagt über kleinere Hügel in Richtung von Südwall stapfen. Laut den Berichten von Kapok wohl um die 800 Einwohner. Es ist ein Piratenhafen mit einer kleinen Festung, einer Hafenbefestigung wohl. Zumindest ist das bei ihm eingezeichnet, er selbst war noch nicht da. Und wenn ihr dann über die Hügel nach einer grob zweistündigen Reise auftaucht, könnt ihr das tatsächlich auch sehen. Konkretisieren sich denn Meldarions beziehungsweise meine Gefühle in Richtung Harfe? Oder ist das immer noch so vage die Richtung? Also die vage Richtung stimmt, ja. Du kannst es nicht genauer auf ein Gebäude verorten, aber näher kommst du nicht, hast du das Gefühl. Also das ist hier. Irgendwo muss Borbarat an Land gegangen sein. Und wenn du dir dieses Städtchen mal anguckst, es ist ja ein typischer Piratenhafen. Auch aus der Entfernung kannst du einen Dorfplatz oder eine Dorfmitte erkennen, auf die dann sowohl der Hafen zuläuft, als dann eben auch die einzige Straße, die nach Norden in Richtung Mendena dann geht. Ein paar Felder, auf denen Sklaven oder so etwas stehen, zumindest irgendwelche Bauern. Und ja, die Festung, uralte Festung auf den Bergen, oder ja, Bergen ist es nicht. Es ist halt so ein Hügel errichtet. Ihr dürft gerne mal Baukunst würfeln, auch aus der Entfernung. Ein schönes Talent. Zielt Wehranlagen dazu, oder? Ja. Ich weigere mich, an solchen Abelmeer-Talenten auch nur teilzunehmen. Wow. Außerdem habe ich es. Doppel 20. Möchtest du das shippen? Nö. Okay. Das ist tobrischer Stil. Also die Tobrier sind nicht so wirklich für ihre Baukunst. Die bauen immer das Gleiche. Und dass irgendetwas sich in dieser kleinen Festung befindet, hältst du für absolut unweglich. Also da ist nichts zu finden. Schimmel. Also dort wird wahrscheinlich nichts sein. Also die ist völlig unbewohnt aus, schon seit längerer Zeit nicht mehr. Meint ihr jetzt, die Festung da mitten in der Stadt ist zu viel, aber in dem Dorf da? Ja, genau die. Die ist schon ziemlich, verlassen. Also seht euch die Baustruktur an. Völlig gelitten. Oh ja, wenn ihr das sagt. Nun, hätte mich auch gewundert, wenn dort irgendwelche elfischen Kavernen wären. Vielleicht in der Stadt, unterhalb der Stadt. Ihr wisst ja, unter mancher Stadt liegt noch eine andere Stadt. Diamant ist dein Blick. Du schärfst ein bisschen deine Augen. Du kannst erkennen, dass da wohl vor der Burgmauer einige Käfige aufgebahrt sind oder hängen, wo auch eine ganze Menge an Krähen herumpicken. Und da sind wohl so 10, 15 Leute in den Käfigen. Die leben wohl nicht mehr, aber die haben vor kurzer Zeit noch gelebt und die Krähen halten ihr fest mal. Hafax, seine Männer scheinen wohl auch nicht besonders gnädig mit Gefangenen umzugehen. Ihr solltet euch auf einen Gestank bereit machen. Meldarion hat schon, seit ihr in Zorgan weggefahren seid, immer ein Tuch vom Mund. Ist primo vorbereitet. Naja, Meldarion, habt ihr irgendeine Idee zu Lamin? Seht ihr irgendwas, was aussieht wie eure Höhle? Nein, nicht wirklich. Das Gefühl sagt mir, wir sind am richtigen Ort, aber sehr viel genauer wird es wohl nicht werden.
Wenn sie gefunden werden will, werden wir sie finden. Was ist denn das für eine Aussage? Das ist ganz einfach. Wenn du sie finden willst und sie von dir gefunden werden will, dann werdet ihr euch finden. Nun, es ist eine Höhle. Vielleicht sollten wir an irgendeinem Abhang oder an der Küste suchen. Oder vielleicht finden wir irgendwelche Überreste von elfischen Bauwerken. Frage ganz oft, gibt es hier Gezeiten? Ja, klar. Das ist eine Küste. Wir haben Maramal. Naja, nicht jede Küste hat Gezeiten. Die Ostsee hat zum Beispiel auch nicht. Deswegen frage ich. Doch, doch. Klar gibt es Gezeiten. Kapitän, ihr solltet bedenken, wenn diese Höhle, sagen wir, etwas tiefer liegt, könnte es sein, dass man sie nur bei Ebbe sieht. Dann sollten wir vielleicht bei Ebbe einen kleinen Stundspaziergang machen. Ein Spaziergang klingt lustig. Vielleicht sehen wir dann ein wenig mehr von der Gegend.